Erwachsene Ketten hat. Sie raus, raus! Deine Zeit ist bald aus! 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 Wir sind der Präsident! Wo sie ist der Präsident! Demokratisch gewählt! Demokratisch gewählt! Raus, raus! Sie, raus, raus! Um mit ihnen einige andere Kräfte einen Plan ausgeheckt. Sie wollten eine Konterrevolution. Und sie haben es leider auch am 3. Juli geschafft, den demokratisch gewählten Präsidenten Mohammed Morsi, der erste Präsident Ägyptens überhaupt, der in freie Man hat diesen Präsidenten abgewählt, nicht weil man mit ihm unzufrieden ist, nicht weil er schlecht regiert hat. Nein, der einzige Grund ist, dass die ehemaligen Kräfte wieder an die Macht kommen wollten. Und das beste Zeichen hierfür ist, im jetzigen Zeitpunkt wurden über 3000 Menschen massakriert, umgebracht auf brutalste Art und Weise. 51 Menschen noch während die Menschen auf dem Rabia-Adawiya-Platz in Ägypten demonstriert haben und das Gebet verrichtet haben, des Alten, des Militärregimes auf brutalste Art und Weise geräumt wurden. Das hat nichts mit Demokratie zu tun. Ist es demokratisch und freiheitlich, dass Menschen, die für ihr Recht auf die Straße gehen, dies mit ihrem Blut und Leben bezahlen müssen? Ist es freiheitlich und demokratisch? Freiheit abgesetzt. Es wurde die Pressefreiheit abgesetzt. Noch in der gleichen Nacht wurden über 20 Kanäle der Opposition, welche nicht mit dem Militärputsch einverstanden gewesen waren, einfach geschlossen. Journalisten wurden festgenommen. Teilweise bis zum heutigen Tage wissen wir nicht, wo sie sind. Und deswegen kann das nicht mit Demokratie und mit Freiheit zu tun haben. Sehr geehrte Damen und Herren, wir gehen auf die Straße, um aufzuzeigen, dass die Meinungsfreiheit in Ägypten stark beschränkt ist. Jeder, der auch nur seine Stimme in Ägypten erhebt, ob er zu den Muslimbrüdern gehört oder nicht. Es sind nicht die Muslimbrüder, die auf die Straße gehen, sehr geehrte Damen und Herren. Es sind die Ägypter selbst. Denn um die Doppelmoral vieler westlicher Regime und vieler westlicher und deutscher Politiker zu kritisieren, was ein Putsch ist. Warum traut man sich nicht, eine Stimme zu erheben? Warum müssen wir diese Doppelmoral immer bezeugen? Warum wundern wir uns? Letztendlich gewählte Präsident Mohammed Morsi, sehr geehrte Damen und Herren, wir werden jetzt ein symbolisches Totengebet durchführen für die über 3000 gefallenen Menschen in Ägypten, die ihr Leben gelassen haben für die Freiheit, die ihr Leben gelassen haben für ihre Religion, die ihr Leben so etwas. Es gab nie Probleme jahrhundertelang zwischen Muslimen und Christen in Ägypten. Sie haben immer friedlich zusammengelebt. Die christliche Gemeinschaft in Ägypten wird instrumentalisiert
Sie wird ausgenutzt. Sie wird ausgenutzt von dem jetzigen Regime. Hinter den Anschlägen auf christliche Einrichtungen stehen nicht die muslimischen Parteien. Nein, sie sind es gewesen, welche die christlichen Kirchen sogar bewahrt haben. Welche Bürgerwehren organisiert haben, damit die Christen und die Christen, die sogenannten Schlägertrupps, die dahinter stehen, damit es später heißt, die bösen Muslimbrüder und die bösen und radikalen muslimischen Parteien, sie sind es, die die Kirchen nehmen. Für unsere gefallenen Geschwister in Ägypten, wir werden es so. Allahu Akbar. Salamu alaikum wa rahmatullah. Salamu alaikum wa rahmatullah. Nieder mit dem Putsch! Ich höre nichts! Werd lauter! Nieder mit dem Putsch! Nieder mit dem Putsch! Keinen Militärputsch! Keinen Militärputsch! Keinen Militärputsch! Keinen Militärputsch! Keine Militärgewalt! Keine Militärgewalt! Keine Militärgewalt! Und nieder mit dem Sisi! Nieder mit dem Sisi! Yeah.